Sorry, wir sind nicht da, wir sind schon längst ausgeflogen. Sorry. Polizei ist hier. Nein, wir sind leider schon längst ausgeflogen. Seht euch um, hier ist die Polizei. Nee. Los! Macht's, nee. Bevor wir uns abholen! Hände, genau, Hände an den Kopf und jetzt geht nach vorne, 10 Schritte. Rechts, 2, 3, 10, nur 10 bleiben. Gut. Okay, der Punkt ist nicht gut. Du bist voll drauf eingefallen, wenn du nicht auf Kleidung an. Nee, nein, keine Maske bereit. Ha! Sie haben doch genau gesehen, dass ihr was Illegales hier getrieben habt. Deswegen seid ihr jetzt festgenommen. 3, 2, 1. Und was für eine unfaire Attacke der Unbefugten. Da liegt ja der Anfang von unfair schon im Namen. Das ist ja unglaublich. Mein Name ist Mirko Lichternetz und wir durchleuchten jetzt die neue Show der Next Stars of Wrestling. Diese wurden mit einer List hinterrücks verprügelt. Die haben hier vorgegaukelt, die Unbefugten. Die wären die Polizei und damit sollte man nicht spaßen. Doch die Next Stars, wie wir sie auch kennen, sehr zäh, haben sich jetzt hier schon zurückgekämpft. Boritos Schlag hat keine Wirkung gezeigt. Doch Ronox haut ihn da direkt von den Socken. Die Unbefugten, die haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, den Next Stars das Leben schwer zu machen. Aber wie es jetzt aussieht, werden sie da auf Granit beißen. Titan im weißen Shirt, Schlange im grünen Shirt und Ronox im schwarzen Pullover. Natürlich sind das nicht alle Next Stars, aber einige von ihnen. Piepmann hat Schlange da herausgefordert und da hat er direkt einfach den tödlichen Biss der Klapperschlange gebracht, was sein Finishing-Move ist. Richie Rübel, warum tut er das? Chokeslam von Ronox. Die Unbefugten, die fordern immer wieder die Next Stars heraus. Jetzt eine Clothesline von Titan und immer wieder werden sie abgefertigt. Ich weiß nicht, warum die Unbefugten das tun. Immer wieder unterschätzen sie die Next Stars. Doch was macht Burrito das? Haben die Next Stars jetzt gar nicht gemerkt? Burrito hat eine Matte. Um Gottes Willen. Und da scheint doch der Plan von den Unbefugten, die Next Stars hinterrücks fertig zu machen mit einer List, doch noch aufzugehen. Der erste Triumph über die Next Stars. Die Unbefugten und die Next Stars. Das Streitthema Nummer 1 in der Freizeit- und Begegnungsstätte Bischofswerda. Es wird jetzt die große Show folgen. Wer wird sich das Land sichern? Werden die Next Stars ihre Begegnungsstätte einfach verteidigen? Oder werden die Unbefugten die Kontrolle erlangen und ein für alle Mal den jungen Stars von morgen die Bühne rauben? Das alles und viel mehr werdet ihr jetzt sehen. Auf
dem Weg in die Arena der Boss der Unbefugten, Richie Rüpel. Ein Mann mit wirklich wenig Manieren, ein Mann, der auch schon Chef bei FEK war, der es aber nicht geschafft hat, die Sache wirklich durchzuziehen, hat da Streit mit Mirko Lichternetz und so weiter gehabt. Aber das soll nicht das Thema sein. Inzwischen hat er sich ja mit Mirko Lichternetz wieder vertragen. Heute geht es aber um ein Nebenprojekt von Richie Rüpel. Er hat sich auf die Fahne geschrieben, gemeinsam mit seinen Unbefugten El Burrito, dem Mexikaner, vom Markt in Mexiko und dem Piepmann, der irgendwo herkommt, wo auch immer, die Nextstars zu zerschlagen. Das ist der Plan der Unbefugten. Das ist der Plan von Richie Rüpel. Sie wollen keine Nachwuchs-Wrestler. Kinder gehören nicht in den Ring. Kinder gehören nicht auf Matten. Kinder haben mit professionellem Wrestling nichts zu tun. Das ist die Meinung von Richie Rüpel und den Unbefugten. Richie Rüpel will systematisch anfangen und schickt El Burrito zuerst in den Kampf und für ihn sucht er einen Gegner. Und ich denke, da muss er auch nicht wirklich lange suchen, um da jemanden zu finden. Death Wolf. Wow. Sie feiert heute ihr Comeback. Eine Weile haben wir sie nicht mehr gesehen bei Nextstars. Doch nun ist sie wieder da. Und in besserer Form denn je. Bei der allerersten Nextstars Live-Show, da konnte sie einen Sieg erringen. Und jetzt ist sie wieder zurück. Fans, die angereist sind, die sind unglaublich laut, da sind Trommeln mit im Publikum. Es ist eine unglaubliche Lautstärke. Da merkt man erstmal, wie beliebt auch die Nextstars sind. Und da merkt man auch deutlich, wie unbeliebt die Unbefugten sind. Was natürlich völlig klar ist. Wer gegen die Nextstars ist, da sind die Zuschauer automatisch auch gegen diese Wrestler. Death Wolf zeigt sich als wirklicher Publikumsliebling. Und jetzt das Kräftemessen direkt am Anfang. El Burrito scheint das Kräftemessen klar zu gewinnen. Ringrichterin Lightning hat da angezählt. Das ist sehr korrekt. Eine unglaubliche Lautstärke, ich kann es nur wiederholen. Death Wolf. Jetzt gewinnt Death Wolf das Kräftemessen. Die Unbefugten sind da gleich mal zurückgeschreckt. Also Piepmann und Richie Rüpel. Die beraten sich auch draußen. Und reden da wieder irgendein unnützes Zeug. El Burrito gibt aber eine ganz gute Figur ab. Mit dem Belly to Back.
Und jetzt etwas technisch, etwas Lucha Libre mit dem Headlock-Twist. Willst du aufgeben? Nein! Death Wolf hat noch viel Energie, will nicht aufgeben. Das ist ein Würgegriff gewesen mit dem Poncho. Den konnte Death Wolf sehr schnell vereiteln. Und sie macht da wirklich den Hammerlock jetzt. Und kann sich sogar zwischendurch noch durch die Haare fahren. Mit einer Leichtigkeit tut sie das. Aber Burrito weiß eine Antwort und bringt einen wirklich schmerzhaften Snap mehr. Aber jetzt nimmt der Anlauf und hat so viel Schwung drauf, dass er einfach hinfliegt. Tritt ins Leere. Death Wolf steht da ziemlich cool da und setzt in aller Ruhe einen Hip-Toss an, den sie auch voll durchzieht. Piepmann kann gar nicht hinsehen. Headlock von Death Wolf. Aber El Burrito weiß eine Antwort. Death Wolf mit dem Konter wieder zurück. Die Emotionen kochen über. Bei den Fans. Auch bei Piepmann und Richie Rüpel. Backchop von Death Wolf. Und das ist ja nicht nur ein Kampf, den Death Wolf für sich selber kämpft. Nein, Death Wolf kämpft für die Next Stars. Death Wolf kämpft für die Fans. Death Wolf kämpft für viele weitere junge Leute, die auch Pro-Wrestler werden wollen. Und sie macht diesen ganzen Kampf mit einer Coolness, die man gar nicht überbieten kann. Was macht Burrito mit den Tortilla-Chips? Das war eine List. Jetzt hat er einen Jawbreaker ausgepackt, der sich nun wirklich gewaschen hat. Ganz unfair. Piepmann wirft da einfach die Tortilla-Chips auf Death Wolf. Burrito Splash ging wieder schief. Wurde wieder eine Headbutt. Das haben wir schon oft gesehen. Und jetzt das Cover, das kann es gewesen sein. Aber das war es noch nicht. Das ist es noch nicht gewesen an dieser Stelle. Aber es war schon etwas knapp. Burrito wieder mit einem Tritt. Aber was macht El Burrito nun? Er holt einen Bock. Und das kann nur eins bedeuten. Das kann nur bedeuten, dass diese Böcke, wenn da eine Tischplatte draufgelegt wird, wieder zu gefährlichen Geschossen werden. Und das bedeutet wieder, dass vielleicht ein paar Internetfans wieder irgendwelche spöttischen Kommentare abgeben und wieder völlig durchdrehen. Das kann natürlich passieren. Aber in erster Linie kann passieren, dass ein Wrestler durchfliegt, Death Wolf oder vielleicht sogar ein anderer Next Star, vielleicht sogar Burrito. Es ist jetzt im Prinzip alles offen. El Burrito wird gekontert und fliegt da durch den Tisch. Und es sieht so aus, es ist, als ob Burrito K.O. ist. Death Wolf hat immer noch einen coolen Spruch auf der Lippe. Und das ist ihr Finishing-Manöver. Der Tritt in das Gesicht. Damit hat sie schon mal einen Kampf beendet. Und das ist es doch tatsächlich gewesen. Death Wolf holt einen Sieg für die Next Stars. Jetzt müssen die Unbefugten sich aber ranhalten. Denn das ist nicht der einzige Kampf an diesem Abend. Richie, Rüpel und Piepmann haben ja noch keinen Kampf bestritten, um Gottes Willen. El Burrito hat Lightning für die Niederlage verantwortlich gemacht.
Und dieser hat sich das gar nicht gefallen lassen. Völlig richtig so. Billy! 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 Nur ein Ausrutscher. Ja, die Unbefugten. Die Unbefugten. Die bekleckern sich wirklich nicht mit Ruhm. Aber man muss ihnen lassen, dass sie wirklich kumpelhaftig sind und wirklich immer zusammenhalten. Das finde ich ganz toll bei den Unbefugten. Jetzt ein neuer Ringrichter, Shadow. Den kennen wir auch schon, auch ein Next Star. Auch ein Wrestler, heute als Ringrichter. Ein kleiner, aber gefährlicher Mann. Oh, diese Wahnsinnige kennen wir doch. Es ist Fanny Lu, das liebe Mädchen, was zum eiskalten Psycho von jetzt auf gleich wird. Das hat man auch gerade gesehen. Sie kam mit einem Lächeln rein, dann hat sie den Teddy komplett verprügelt. Und sie hat Foxy Girl im Schlepptau. Das ist eine wirklich ganz frische, ganz neue Wrestlerin. Und sie kämpft an der Seite von einer erfahrenen Wrestlerin, Fanny Lu. Und ich denke, das ist ein gutes Duo. Eine List. Da haben die beiden sich ablenken lassen. Von Piekmann seinen Faxen. Da gab es direkt den Eye-Poke von Richie Rübel und Piekmann. Mehr als unfair. Ich glaube, unfair ist das Wort, was ich am meisten benutze heute. Fanny Lu wird gewürgt von Piekmann. Richie Rübel malträtiert Foxy Girl. Was soll das? El Burrito gefällt das super. Was zur Hölle ist hier denn los? Also wenn das Leute aus Amerika einschalten und sehen, dass das deutsches Wrestling ist, dann ist das doch wirklich eine Schande, oder? Was die Unbefugten hier mit den Nachwuchswrestlern machen, unfassbar. Aber Foxy Girl und Fanny Lu haben sich blitzschnell weggedreht. Aber jetzt müssen sie anknüpfen an diesem Erfolg. Sie müssen weitermachen. Sie stehen schon bereit. Richie Rübel und Piepmann, die winden sich noch in Schmerzen. Double Clothesline. Da hat Foxy Girl Fanny Lu ordentlich Schwung mitgegeben. Da wurden beide von den Beinen geholt. Die Unbefugten Piepmann und Richie Rübel, die hauen einfach ab. Sie lesen nach. Sie haben sich da einen Spickzettel geschrieben. Aber der Spickzettel bringt gar nichts. Fanny Lu, Foxy Girl, kommen wie die Furien an und lassen sich das einfach gar nicht gefallen. Dieses unfaire Spiel. Foxy Girl mit einem Chop. Was für wildes Brawling hier draußen. Eine beachtliche Leistung dieser jungen Wrestlerinnen. Auch Lightning nimmt ihre Aufgabe noch ernst. Sie ist zwar nicht mal Ringrichterin jetzt bei diesem Match, aber natürlich trägt sie auch noch ein Stück weit die Sicherheit hier in diesem Kampf, dass sie auch nichts, keine Eingriffe von außen und so weiter sind. Shadow auch sehr konzentriert. Und man sieht sogar da oben den Teddy von Fanny Lu. Auch der schaut sich die ganze Sache an. Piepmann pusht sich irgendwie wieder auf, tanzt und ich glaube, er träumt nun von Kraft. Fanny Lu imitiert da den Piepmann und das ist zugegebenermaßen sehr lustig.
Ich denke, beide Parteien lassen sich viel zu viel Zeit. Ich denke, auch die Nextstars sollten sich nicht... Oh, machen sie auch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass sie sich nicht ablenken lassen dürfen. Aber Funny Loop, ehe ich das ausgesprochen hatte, hat sie schon zugetreten. Finishing Move von Funny Loop. Der Double Arm DDT. Und Piepmann ist aus dem Gefecht. Foxy Girl mit dem Fuchsbiss. Ihr Finishing Move. Und jetzt hauen die Unbefugten einfach ab. Piepmann und Richie Rübel hauen ab. Funny Loop, Foxy Girl gehen hinterher. Und die werden sie hoffentlich schnell wieder in den Ring befördern. Was ist nun los? Wie geht das denn? Wie groß ist denn der Backstage-Bereich? Sie müssen sich da irgendwie über den Weg gelaufen sein. Warum findet Piepmann sie denn nicht? Ich kann auch gerne noch etwas hochdeutschiger sprechen. Funny Loop ist jetzt auch draußen und kann sie nicht finden. Unglaublich. Und auch Richie Rübel. Richie Rübel findet auch niemanden, aber wie funktioniert denn das? Alle sind doch im Backstage-Bereich, alle sind hintergegangen. Warum finden sie sich da hinten nicht? Jetzt gucken alle gleichzeitig raus, aber jetzt müssen sie sich doch mal sehen. Nun. Aber ich glaube, Foxy Girl und Funny Loop... Sie wollen die Zeit noch ein bisschen zum Ausruhen nutzen, wenn ich das richtig sehe. Das war durchaus lustig und auch irgendwie verrückt, diese ganze Aktion da im Backstage-Bereich. Und jetzt wird die ganze Sache anscheinend in einem klassischen Tag-Team-Match fortgesetzt mit Einwechseln. Brutal von Foxy Girl verdreht, da kann man gar nicht hinsehen. Herrgott nochmal! Au! Richie Rübel ist ein abscheulicher Mann. Jetzt möchte Piepmann auch seine Kräfte unter Beweis stellen. Das direkte Kräftemessen mit Funny Loop. Was holt er jetzt? Sein Latsch, wo immer noch das Preisschild dran ist. Was für ein unfairer Move, aber es hat funktioniert. Mit dem Latsch gegen's Knie. Und jetzt... Oh, das ist bösartig. Auch dieser Schlag war schmerzhaft, auch wenn der erste besser getroffen war. Ja, diese Latschen hat er sich ja im Supermarkt gekauft, damals bei einer Special-Episode. Jetzt trifft der Rückwärtsgang. Das ist Piepmanns Finishing-Move. Ich habe mich schon sowieso gefragt, wann denn der nächste Tisch hier benutzt wird. Denn das scheint ja so ein bisschen eine Hardcore-Show auch zu sein. Mit wirklich vielen Tischen und Waffen und so weiter. El Burrito ist gestürzt und was ist hier los? Richie Rübel konnte den Stuhl nicht halten. Das ist wirklich Hardcore, was wir hier sehen. Piepmann tut sich schwer, diesen Tisch aufzubauen. Richie Rübel und El Burrito bringen einen Stuhl ins Spiel.
Oh, das kann schmerzhaft werden mit so einem festen Holzstuhl. Ihr könnt gerade machen. Oh nein. Noch eine Tischplatte. Dafür wurde also der Stuhl da geholt. Die Tische wurden aufgebaut. Wenn da Funny Loop und Foxy Girl jetzt durchfliegen, dann ist Schluss. Dann war's das. Ich glaube, das wird heute so ziemlich die erste Niederlage der Next Stars. Aber ich denke, die werden sie mit Fassung tragen. Piepmann ist ins Leere gesprungen. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Funny Loop und Foxy Girl schleichen sich an den Richie Rübel ran. Richie Rübel ist fassungslos darüber, dass Piepmann ins Leere gesprungen ist. Und jetzt das gleiche Schicksal, was den Piepmann gerade erhascht hat, hat jetzt auch Richie Rübel erlangt und er ist durch den Tisch geflogen. Kann es das gewesen sein? Das ist es gewesen. Sie haben das Match für sich entschieden. Das war es. Funny Loop, Foxy Girl, sie haben den Kampf gewonnen. Diese Schlacht. Da haben sie ordentlich gefeiert. Jetzt bringt Shadow seinen Spear. Da hat auch Piepmann sich nachher mit dem Ringrichter angelegt und das ist absolut keine gute Idee. Special Enforcer und Ringcrew, Ronox, packt jetzt sogar noch den Chokeslam hinterher. Und das ist ja wohl mal ein klares Statement. Auch Piepmann. Er ist total erschöpft und bekommt jetzt noch den Chokeslam. Aber irgendwie wollte er dort Ronox erledigen, aber die Kräfte haben nicht gereicht. El Burrito. Titan steht bereit. Vorarm Smash. Ich kann es nur wiederholen. Das ist ein klares Statement der Next Stars. Und ich denke, hier wurden die Unbefugten ein für alle Mal von den Next Stars verbannt und vertrieben. Sie wurden besiegt. Die unfairen Machenschaften, die sollten nun ein Ende haben. Und das Wrestling für die jungen Stars, für den Nachwuchs in Bischofswerda ist gesichert. Ich bin Ihr Mirko Lichternetz und ich freue mich auf die nächste Episode von Next Stars of Wrestling.